Also, dieses Paar Schuhe habe ich irgendwann mal random im Internet gefunden und ich fand die so geil und da habe ich mir die einfach gekauft, ohne wirklich zu wissen, ob das wirklich Basketballschuhe sind, weil sie sehen ja jetzt nicht aus wie der normale Basketballschuh, würde ich mal sagen. Und und dann habe ich rausgefunden, okay, das sind tatsächlich Basketballschuhe. Hatte ich dieses erstmal an und die haben sich erstens richtig nice angefühlt und sie sehen auch noch nice aus, meiner Meinung nach. Und dann habe ich mir davon 3-4 Paar bestellt und die hatte ich jetzt auch an, als ich in den USA bei der Summer League war. Und es gibt so eine Instagram-Seite, die heißt NBA Kicks, die hat auch über 1 Million Follower. Die posten nach jedem, während der Saison, nach jedem Spiel so die Top 3 Sneakers vom Spieltag, von Durant, was weiß ich, von den ganzen Stars da. Und die waren auch bei der Summer League da und die haben mich in einem Foto getaggt und ich hatte anscheinend einer der 10 best aussehenden Schuhe an. Und ja, da haben die ein Bild von mir mit den Schuhen gepostet und dann hatte ich mal ganz schnell 3.000-4.000 neue Follower. Und haben mich ein paar Sneaker-Fans angeschrieben und so. Das ist die Story zu den Schuhen.